Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, dieses Spiel steht, glaube ich, auf der Kippe wegen eines Corona-Falls beim FC Schalke 04. Es wurde schon mal verschoben, als die Hertha Corona-Fälle hätte, beziehungsweise hatte. Ich weiß es nicht. Ich mache es jetzt einfach. Vielleicht fällt es aus, vielleicht auch nicht. Vielleicht fehlt der Spieler oder vielleicht fehlt der Spieler nicht. So sieht auf jeden Fall die Tabelle aus. Ich wollte die Prognose irgendwann machen, jetzt mache ich sie. Viel Spaß dabei und vielen Dank fürs Reinschalten. Der FC Schalke 04 möchte sicherlich noch die 13-Punkte-Marke überzielen. Jetzt gegen Hertha BSC ging es für Königsblau nicht schlecht los. Die Hertha braucht Punkte, um den Klassenerhalt zu sichern. Aber mutiger zunächst der FC Schalke 04. Amine Harit nochmal, Kolasinac die erste Szene dann bereinigt. Aber ein wenig hatte die Mannschaft von Dimitrios Gramotzes Blut geleckt. 2:0 führten sie ja gegen Hoffenheim. Am Ende gab es eine dicke 4:2 Pleite. Über eine Viertelstunde gespielt, nun auch mal die Hertha. Askasi, Batusa und Darida. 18. Minute, 0:1, die erste Tormöglichkeit und Darida, wenn er sich nicht gerade über seine Gegenspieler beugt und sie anbrüllt, dann ist er eigentlich ein ganz guter Fußballspieler. Nimmt ihn mit links an, schließt mit links ab. Eine Bewegung, klasse gemacht. Der Führungstreffer für die Hertha. Aber Schalke brach diesmal nicht auseinander, zumindest nicht so wie in Sinsheim, wo man in 17 Minuten 4 Gegentore kassierte. Jetzt wieder Schalke und Schwolo muss eingreifen. Stark gehalten dieser Ball, kurze Distanz, hat er auch ein bisschen Glück, bekommt den Ball an die Brust geschossen. Suat Serdar ärgert sich, hätte diesen Treffer gerne genommen, auch wenn es für Schalke nicht mehr um allzu viel geht. Sogar der letzte Tabellenplatz steht seit Wochen schon fest. Auf der Gegenseite Radonjic fast mit dem 0:2. Viele Tormöglichkeiten gab es nicht, die Hertha dann hatte, waren aber gut. Ralf Fährmann machte mal wieder einen vernünftigen Job und hielt seiner Abwehr da ein paar Dinger vom Leib. 50. Minute, Beginn, zweite Halbzeit. Freistoß von der linken Seite. Boyata kommt mit dem Koffer ran, aber bekommt ihn nicht rumgerissen. Boyata, der lange Zeit fehlt in dieser Saison, eigentlich immer eine defensive Stütze war, findet sich ja zum Saisonende wieder ein und ist auch sicherlich ganz wichtig, dass der dann zurückkehrt. Und soll hier die letzten Punkte klar machen mit seiner Defensivarbeit. Und es sah auch gut aus. Hertha zuletzt wieder mit sehr wenigen Gegentoren. Und ausgerechnet Schalke sollte was dagegen machen. Unwahrscheinlich. Benjamin Stambouli in der 61. Spielminute. Naja, zumindest mal wieder ein Schussversuch, auch wenn der relativ klar und deutlich am Tor vorbeigeht. Paciencia im Anschnitt gesehen ärgert sich noch, hätte den gerne gehabt. Aber Schalke brach trotzdem nicht auseinander. Also es blieb tatsächlich bei einem sehr engen und spannenden Ergebnis. Und für die Hertha ist das extrem essentiell, hier 3 Punkte mitzunehmen. Das wäre dann noch nicht der Klassenerhalt, aber es wäre ein enormer Schritt. Hier ist es ein Schritt von Amin Harit, der eine Abseitsposition herstellt. Schalke aber kämpfte bis zur Schlussminute, weil Hertha es auch verpasste, den Sack zuzumachen. Das ist Schöpf und an Hüntelaar scheitert es in letzter Minute. Er hätte es machen können, nicht einfach zu nehmen. Also das ist natürlich keine hundertprozentige Torchance. Es hätte aber mit etwas Glück das 1:1 sein können, beziehungsweise mit etwas Pech aus Herthaner Sicht. So bleibt es beim 0:1. Extrem wichtige Punkte für die Hertha. Der Klassenerhalt, er ist zum Greifen nah und die letzten Schritte werden sie sicherlich auch gehen. Ja, das ist das Ergebnis dieser Partie. 0:1 geht es in der Prognose aus. Das macht die Tabelle dann daraus. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Morgen kommt dann das DFB-Pokalfinale. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und adios.